Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum vierten Part von meinem Hexit-Let's Play. Wir sind das letzte Mal gestorben, unser Bett war aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen unauffindbar und was das ist, würde ich sagen, so, das war nichts, glaube ich, ja genau, das war nichts. Also mein Bett war aus unerklärlichen Gründen unauffindbar und ich hoffe, ich finde das Ganze. Jetzt habe ich mir hier den Punkt markiert, wo das war, ja, habe ich. Gut, wenn ich welche ziemlich graf. Also eigentlich habe ich ja alle Zeit der Welt, muss man sagen. Nämlich, meine Items, die spawnen eh erst nach 5 Minuten, wenn ich in dem Chunk bin. Und da ich ziemlich weit außerhalb bin, denke ich mal, sollte da eigentlich nichts passieren. Deswegen farme ich mir jetzt ein kleines Equipment zusammen, damit ich, überhaupt eine Chance habe, das zurückzubekommen. Ja, das war so dumm. Zum Thieflets, also erstens, ihr habt ja geschrieben, ich soll meinen Minecraft-Sound leiser machen und nicht lauter. Darauf bin ich eingegangen, ihr solltet mich jetzt doppelt so laut hören und meinen Minecraft-Sound habe ich um 5%, glaube ich, ups, das war ein Fail, habe ich meiner Meinung nach um 5% runtergestellt, nee, sogar um 10%. So, Minecraft ist jetzt leiser und ich sollte auch lauter sein. Wenn ich jetzt zu laut bin, müsst ihr sagen, ich nehme heute nämlich nur ein Part auf. Da ich gefailt habe und, nein, nicht so. Am Sonntag hatte ich eh keine Zeit, deswegen ist auch kein Thief-Part hochgekommen. Der sollte eigentlich auf meinem Kanal kommen. Könnt ihr auch in die Videobeschreibung gucken, da Zitrone64. Das bin ich, da werdet ihr kleinere PvP-Sachen auf Hypixel sehen und, Thief eigentlich jeden Sonntag. Also innerhalb der Woche irgendwas Hypixel-mäßig oder keine Ahnung, Epic Quest for Magic Loot habe ich jetzt auch da. Davon vielleicht auch was. Halt sowas in die Richtung, etwas nicht zu langes, sag ich mal. Und am Sonntag dann eben Thief ein Part. Der andere kommt dann immer am Freitag, halt nur diesen Sonntag verpennt und so. Ja, das war dann ein Fail. Nein, jetzt wird es Nacht. Ich habe keinen Bock auf die Nacht. Ich habe nämlich kein Bett. Also Schweinchen, ihr müsst jetzt erstmal als Nahrung herhalten. Stirb. Mich regt das halt auch richtig auf, nämlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein Bett gesetzt hatte, aber es kann sein, dass das zu nah an Monstern dran war. Das war dann natürlich ein Fail. Ich glaube, ich werde jetzt die erste Nacht in Minecraft Pussy-Taktik machen und mich einfach auf einen 1x1-Turm hochbauen. Das wäre wirklich eine Pussy-Taktik. Ich glaube, in die Richtung ist meine Höhle gewesen. Also da, wo ich ja meine ersten Diamanten gefunden habe, ist die Frage, ob es da noch ein bisschen Eisen gibt. Also ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen Stein. Jetzt habe ich einen Ofen, ein Schwert, eine Pickaxe und jetzt eine Axt. Okay, ganz ehrlich, ich weiß, wo ich mich zurückziehe. Ich glaube, hier drin. Dann bräuchte ich nur noch Kohle. Ja. Ganz ehrlich, im normalen Minecraft immer Kohle gefunden, jetzt sucht man hier Kohle. Also was heißt im normalen Minecraft? Hier findet man eigentlich auch ziemlich viel Kohle, es ist halt im Moment nicht. Ja, los dann. Ich hatte zwar noch Holz, aber dann fabrikadiere ich mich mal hier so ein bisschen, so. Also, Schwert. Pickaxe, neue Sticks, nein, Pickaxe habe ich gerade schon gemacht, das ist eine Axe und keine Ahnung, ich habe zu viel gemeint. Ich glaube, ich mache mir einfach gerade Holzkohle, was anderes fällt mir auch nicht ein. Das ist jetzt natürlich blöd. Das reicht nämlich nicht mehr für einen Brustpanzer. Und das war mir schon ziemlich wichtig, dass ich einen Eisenbrustpanzer habe.
So, jetzt habe ich hier mein Redstone-Licht. So sinnlos. Und ich habe schon wieder nicht geguckt. Achso, ich habe nachgeguckt, was passiert, wenn ich auf Open Broadcaster gucke. Wie viel Zeit rum ist, ist es einfach ein Standbild. Das heißt, wenn man irgendwie so ein kurzes Standbild kommt, nicht wundern, ich guck gerade einfach nach, wie lange mein Part schon ist. Mehr nicht. Ich muss hier jetzt endlich mal so... Ah, da ist noch Eisen. Was? Nur eins? Oh, wollte mich doch verarschen. Bei FIFA, es tut mir auch leid, dass da halt man einfach nichts gehört hat. Das lag ganz einfach da dran. Also ich habe selber auch nichts gehört. Das lag da dran, dass hier gerade Staubsauger an war. Also nicht in meinem Zimmer, sondern im Flur davor. Deswegen tut mir leid, bei der nächsten Aufnahmesession sollte es weg sein. Ah, da unten ist Kohle, aber ja, davor will ich mir eine Fackel machen. So. Also eher 4 Fackeln, um genau zu sein. So, und dann hier Fleisch brennen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Cobblestone, das heißt, ich kann auch schon mal anfangen, mein Eisen zu brennen. Hier und da. Jetzt wäre es natürlich optimal, hätte ich noch 3 mehr Eisen. Ach nee, das ist Holzkohle. Ja, dann bräuchte ich sogar noch mehr. Egal, so. Ich gehe jetzt erstmal darunter in diese Höhle und guck mal, was ich da so alles bekomme. Also ein Eisen ist da unten schon mal, was runtergefallen ist. Ich hoffe, dieser Part kommt überhaupt noch am Montag. Nämlich, ich habe einfach Wochenende verplant und keine Ahnung mehr gehabt. Ich glaube, ich kann mir sogar wirklich Full Iron leisten. Und ich hoffe wirklich, meine Items sind noch da, aber in der Theorie sollten sie sein. Nämlich, es ist halt, ich bin nicht in dem Chunk da, das heißt, die Items sind eigentlich nicht geladen. Das heißt, sie sollten nicht nach 5 Minuten verschwinden. Ich nehme noch das Eisen hier mit. Achso, hier war das Pilzbiom. Was ich mal gefunden hatte. So. Wo war mein Ausgang? Da war mein Ausgang. Hier habe ich das, dann kommt das hier mal raus. Hier wird auch Eisen gebrannt. Hier habe ich schon mal genug für eine Brustpanzer. Ja, also jetzt muss ich eh erst mehr warten. Ich kann mal gucken, ob hier draußen irgendwas ist. Von Nahrung her sollte es eigentlich auch reichen. Das Gute ist ja wirklich, ich habe wichtiges Zeug in der Truhe vorne gelagert, aber ich meine, ich hatte halt mein Diamantschwert dabei und so weiter. Und das würde ich ungern verlieren. Komm, der Dirt kann mal da hin. Habe ich noch irgendwas, was ich brennen kann? Nein. So, Hose hätte ich auch schon mal. Ach, jetzt möchte ich gerade schon wieder am Brustpanzer. Also ich bräuchte jetzt noch 11 Eisen mindestens. Ich habe nur 10. 5 für den Helm, 4 für die Schuhe wären 9 und plus 2 für das Schwert. Nein, das will ich sogar noch Eisen suchen gehen. Aber hier ist schon welches, gut. Okay, die 11 hätte ich schon mal, 12. Sollten jetzt sein, oder? Egal, ich nehme das hier noch mit und gehe hier wieder weg. So. Hier weiter brennen. So, jetzt habe ich hier schon mal das.
Damit wäre ich schon mal wieder Full Iron. Dann noch 2 für das Schwert und 3 für die Pickaxe. Genau. Das hier kann jetzt auch noch hier mitbrennen. Falls das nicht reicht, aber es reicht, oder? Ja, locker reicht das. So. Und dadurch hätte ich auch wieder mein Equipment beisammen. Den ganzen Stuff nehme ich einfach mal mit. Vielleicht kann ich es ja brauchen. Als erstes neue Sticks. Also die Spitzhacke ganz einfach deswegen, dass ich die Spawner abbauen kann. Dann, ich brauche auf jeden Fall hier mein Cobblestone, um im weigigen Notfall mein Zeug abbauen zu können, zubauen zu können, halt, dass keine Monster aus der Etage über mir kommen. Also hier drin komme ich jetzt noch eher schwer voran, auch nee, es ist ja überall so ein blöder Dschungel. Obwohl nicht, also hier ist es kein Dschungel, aber gleich kommen wir ja zu der Lagune, wo unser schönes Piratenschiff in Flammen stand. Mit unserem kleinen Blaze-Problem, was dann der Kammerjäger hier gelöst hat. Da sieht man's noch. Richtig abgefuckt. Richtig nice. So. Ups, das wollte ich gerade nicht machen. So, dann habt ihr jetzt wieder gerade ein kleines Standbild. Okay, 4 Minuten habe ich noch. Schaffe ich das noch? Ich hoffe es mal. Wenn nicht, wird es ein spannendes Ende. Nämlich, dann ist es wirklich ungewiss, ob ich meine Items wiederbekomme oder nicht. Ich guck mal, dass ich hier an diesem Strand entlang laufe. Nämlich, das sieht mir einfacher aus. Ich glaube, hier bin ich sogar wirklich lang gelaufen. Da war ein kleiner Biber. Ich frage mich zwar, was... Also ich nehme an, dass das Biber sein sollen. Mein Englisch ist jetzt noch nicht so perfekt, aber der Name hört sich schon mal ähnlich an und ich glaube, das sollen Biber sein. Frag mich nur, was Biber bei Palmen machen. Ich meine, vielleicht knabbern die ja auch durch. Ist die Frage, was da mit den Kokosnüssen ist, wenn die auf den Kopf von denen fallen. Dieses Iron Crabble Ohr kann ich eh nicht mitnehmen, weil ich keine Schaufel habe. Naja. Okay, ach doch, das ist ja leicht zu durchqueren. Ich dachte, die wären jetzt auch überall Bäume. Naja. So. Die ganzen Dungeons, wenn man es überhaupt Dungeons nennen kann. Also ich nenne das ja eher als Platzhalter, damit das hier ein bisschen besser aussieht. Haben wir ja auch schon erkundet. So, die Schweine da nehme ich jetzt nicht mit, nämlich ich denke mal, dass die 3 Schweinesteaks da reichen werden. So. Morgen wird dann der nächste Part Hexed aufgenommen, der Part Thief kommt auch morgen online auf meinem Kanal dann. Und, oh, wow, 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 der Turm wird geloadet, das heißt, der Timer tickt oder er hat schon vorher zu ticken begonnen und meine Items sind jetzt eh schon weg. Und die 2 Parts Thief für diese Woche hier nehme ich dann auch auf. Das heißt, wahrscheinlich kommt dann am Donnerstag wahrscheinlich irgendwas von Hypixel. Würde ich jetzt spontan sagen. Also keine Ahnung, ich muss ja gucken, entweder Arena Brawl oder irgendwie sowas halt. Ja, hier ist noch mein ganzer Stuff drin, das finde ich auch gut so. Ich will nämlich mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wäre der jetzt weg. Ja, gleich werde ich die Offenbarung erleben, oder auch nicht. Okay. Wow, 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 nein, nein! Stirb, Zombie! Nein, er hat mein Diamond-Zeug nicht getroppt! Doch, doch hat er. Geil. Boah. Knappe Sache, Mann. Ich guck mal, ob ich mein anderes Zeug bekomme und danach hau ich ab. Der hat eine Enderpearl von mir. Hier, schnell was essen.
Nein, ich bin voll. Nein. Ich will meinen. Oh fuck. Ich weiß. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht mal abdichten. What the fuck? What the fuck, what the fuck? Mann, der Timer tickt. Ich muss das schaffen. Scheiß Zombies. Alter, mega Luck. Dass ich es jetzt doch noch geschafft habe. Es war halt einfach letztes Mal, es sind so richtig viele Zombies runtergefallen. Ich habe mir das dann nochmal im Nachhinein angeguckt. Es sind so richtig viele Zombies runtergefallen. Ich wusste überhaupt nicht, wer was jetzt abgeht. Also eigentlich kann mir hier jetzt gerade nichts mehr passieren. Deswegen würde ich sagen, benutze ich die Truhe mal gerade als Lager und tue da einfach alles rein. Ja, einfach alles und dann kann ich hier alles aufsammeln und dann habe ich mein Zeug gerettet. Ja, derbster Slack. Also ich tue mal hier mein Zeug jetzt rein und guck dann, was ich mitnehme. Ja, mega Luck, Mann. So, dann nochmal ganz kurz auf den Timer gucken. Schon wieder überzogen. Gut, dann rüste ich mich jetzt noch schnell aus. Achso, ich bin ja schon ausgerüstet. Ja. Dann rüste ich mich jetzt noch schnell aus. Was würde ich sonst noch so? Achso, ja, auf jeden Fall hier meine Iron Pickaxe. Das hier für, keine Ahnung, wenn ich irgendwie in Bedrängnis bin, könnte ich das setzen, damit die alle weggeschwemmt werden. Das wäre echt mal eine gute Idee. Ja, und ich glaube, das war's auch schon wirklich, was ich brauche. Das heißt, hier unser schöner Grabstein. Den heben wir auf. Ich würde sagen, ich lege mir das später auch ein. Friedhof an. Also, nein! Nein! Was hat der? River, Ninja, Lifesteal, Alchemist, Sprint und Weakness. What the fuck? Verdammt, was ist das? Ich weiß, das ist jetzt total dumm, aber... Ja, ich bekomme River und Weakness. Ernsthaft? Okay, tschüss.